Okay, wir sind jetzt wieder ein Hardware-Projekt und zwar Konstantin, Severin, Nils, Yannick, Jonathan und Christopher, das größte Team, mit dem Kofferträger. Brauchen wahrscheinlich eine Sekunde mehr zum Umbauen, aber. Genau, und hier auch wieder der Hinweis, da sind Teilnehmer bei, die nicht fotografiert werden möchten. Also kurz warten, vielleicht bis sie aufgebaut haben und die, die nicht fotografiert werden möchten, sich an andere Seite gestellt haben. Dann dürfen sie natürlich fotografieren. Und wir filmen auch das schöne Hardware-Projekt gleich hier ab. Dann können Sie das auch sehen. Die Mikros werden hinten, wird der Ton gemacht, deswegen dauert es immer einen ganz kleinen Moment. Aber die funktionieren alle. Das hier ist der Prototyp von unserem Kofferträger, der absolut noch nicht aussieht wie ein Kofferträger, da er noch in einem sehr frühen Entwicklungszustand ist. Und der Sinn dahinter war eigentlich, es Leuten mit Einschränkungen, die zum Beispiel ein gebrochenes Bein haben oder so, es zu erleichtern, ihr Gepäck zu transportieren und dass dieser Roboter einem überall mit hinfolgt, via einem Verfolgungssystem und halt auch Ziele automatisch erkennt und praktisch intelligent durch die Straßen bewegen kann. Nähere Details sage ich dazu jetzt mal Jonathan. Also der Plan war eigentlich, eine große Platte oben drauf zu tun, was wir aber noch nicht konnten, da die ganze Konstruktion noch nicht so ausgefeilt ist. Wir hatten halt nur 2 Tage Zeit, was sollte man machen? Außerdem, das Verfolgungssystem ist auch noch nicht wirklich existierend, weil ein intelligentes Tracking-System für Personen kann man nicht in 2 Tagen schreiben. Ja, also was das Programm momentan eigentlich kann, ist einfach nur Abstand von einer Person halten und geradeaus fahren, was ich jetzt auch einmal kurz demonstrieren kann. Das Problem ist nur, wir hatten hier keine guten Motoren, deswegen wird er jetzt nicht vorankommen, leider Gottes. Aber er hat zu wenig Strom, deswegen funktioniert das Ganze einfach nicht. Was man schön sehen kann, sehen können müsste. Ah, doch. Okay, es hat vor 2 Sekunden noch funktioniert, aber anscheinend sind die Batterien mal wieder leer, da die auch ganz schön viel Strom ziehen und wir nur Blockbatterien zur Verfügung haben. Theoretisch könnte man jetzt hier an der Leuchte schön sehen, ob der gerade stehen bleibt oder nicht. Leider funktioniert es irgendwie gerade nicht, ich weiß nicht warum. Ja, also es ist nicht ausgereift, ich gebe es zu, aber wir hatten halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Ja. Wollte ich mal noch was sagen? Um nochmal auf die Geschichte der Entstehung des Kofferträgers eben ja einzugehen. Es ist ursprünglich gab es schon anfangs Probleme mit dem gesamten Einlesen, denn das wird alles über einen Minicomputer, einen Raspberry Pi gemacht und es gab nicht wirklich viel Erfahrung hier. Das bedeutet, man muss sich erstmal einlesen, dass sich damit verständlich machen, dass man das hinbekommt, das zu programmieren entsprechend. Jetzt wird dann eben über diesen Minicomputer zum einen vorne ein Ultraschallsensor gesteuert und dementsprechend die Distanz zum vorne liegenden Menschen gemessen, damit er auch entsprechend die Leuchten aktiviert und auch anhält. Und eben auch über denselben Computer werden auch die Motoren, das sind Schrittmotoren, angesteuert. Darüber funktioniert das. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass noch irgendwann weiterentwickelt wird, eben und dementsprechend auch Leute unterstützen wird. Und wir sehen zu, dass ihr nächstes Jahr nur noch Motoren vom Feinsten zur Verfügung habt für eure Projekte.